Er trägt einen traditionsreichen Automobilnamen und ist dennoch der letzte seiner Art. Vor 50 Jahren geht mit ihm eine Ära zu Ende. Der DKW F12 Roadster von 1964, das letzte Modell unter dem Markenverbund Auto Union. Danach gehen die Ingolstädter komplett neue Wege. Ein Klassiker, den man allein schon wegen seiner charmanten Eigenheiten im offenen Zustand genießen sollte. Der F12 Roadster bietet mit seinem einfach zu handhabenden Verdeck Cabrio-Fahrspaß der besonderen Art. Eine Besonderheit des kleinen Roadsters ist der typisch hochfrequente Sound des Zweitaktmotors. Stolz präsentiert die Auto Union im Jahr 1964 den DKW F12 Roadster, obwohl der Konzern zu dieser Zeit schon mit dem Rücken zur Wand steht. Ende der 50er Jahre brechen die Verkaufszahlen ein, die Käufer wandern ab, hauptsächlich nach Wolfsburg zum VW Käfer. Dabei sind die Baureihen F11 und F12 als Limousine proper konstruierte Automobile der unteren Mittelklasse mit Frontantrieb. Nur eines scheint nicht mehr zeitgemäß, der stets leicht bläuende und krächzende Zweitakter. Mit nur 0,9 Litern Hubraum leistet der Dreizylinder-Zweitaktmotor stolze 45 PS, rund 10 PS mehr als der damalige Konkurrent, der VW Käfer. Im Auto Union Markenverbund repräsentiert die Marke DKW einen der vier Ringe. Nach dem Krieg knüpfen die DKW-Entwickler an die erfolgreiche Geschichte an. Neben Motorrädern und später auch Rollern produziert der Konzern Kleinwagen und Automobile der Mittelklasse. Das Auto war eigentlich das, was man immer als typischen DKW verstanden hat bei der Auto Union. War leider Gottes so positioniert, dass er genau auf den Käfer abgezielt hat und gegen das Wolfsburger Wunder. Wir haben da Stückzahlen, da hätte die Auto Union nach dem Krieg davon träumen können. Gegen das Wolfsburger Wunder kam man nicht an. Große Stückzahlen soll der Roadster nicht bringen. Eher einen Imagegewinn für die konservativ ausgelegte DKW-Modellpalette. Dabei bietet der F12, auch in der offenen Variante, ein freundlich nüchternes Ambiente mit übersichtlichen Instrumenten und genügend Platz für vier Personen. Darauf legt man im Werbespot von 64 viel Wert. Das ist nicht nur ein Auto. Das ist eine Lebensauffassung. Das ist Optimismus mit 45 PS. Das vollversenkbare Verdeck schafft ein völlig neues Fahrerlebnis. Sie fahren naturverbunden und genießen ein Panorama von 360 Grad. Ihr Urlaub wird noch schöner, noch sonniger. Ein wahres Bild von einem Auto. Bei der Konstruktion des Cabrios holen sich die Ingolstädter Konstrukteure bewährte Hilfe eines Spezialisten. Die Firma Bauer Karosserie und Fahrzeugbau aus Stuttgart. Der F12 Roadster gilt Mitte der 60er Jahre mit 45 Pferdestärken als anständig motorisiert. Der Dreizylinder-Zweitaktmotor zieht kräftig durch, verlangt aber Drehzahlen. Für Zweitaktfreunde ist der Motor ein Segen. In der Wartung und Reparatur günstig, führt er die Marke DKW jedoch letztlich ins Verderben. Der Zweitakter ist im Motorsport zwar immer noch erfolgreich, im Alltagsverkehr gilt er jedoch zunehmend als unkultivierter Stinker mit schlechten Abgaswerten. Über einen separaten Öltank bekommt der Zweitaktmotor sein überlebenswichtiges Öl zur Schmierung. Bis zum Ende halten die DKW-Verantwortlichen am simplen Zweitaktmotor fest. Mhm. 1965 übernimmt der Volkswagen-Konzern die Auto Union und somit die Marke DKW.
Damit ist das Schicksal des Zweitaktmotors als Pkw-Antrieb in Ingolstadt besiegelt. Nur noch eingefleischte Fans halten die Zweitaktfahne hoch. Heute gilt ein F12 Roadster im Top-Zustand als Rarität. Liebhaber rufen für gute Exemplare 17.000 Euro und mehr auf. 1965 produziert die Auto-Union die letzten Zweitakt-Pkw unter dem Namen DKW. Ein neuer, alter Name Audi und ein von Mercedes übernommener Viertakt-Vierzylinder stehen für einen erfolgreichen Neustart der Ingolstädter. Der Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte.